Wie wurden diese Animes so beliebt? The quality of the product from the first episode was so high that it even attracted people outside of the anime niche. Aber ist es true? War die erste Episode so gut, dass Leute motiviert worden sind, die nicht Anime-Fans sind? Ich glaube, die erste Folge war einfach so gut, dass Anime-Fans es geil fanden und dann das Ganze geschaut haben und anderen Fans empfohlen haben. Und dann irgendwann viel später kam es dazu, dass viele Leute das gefeiert haben. Highschool Didi. Wie konnte Highschool Didi wohl beliebt werden? Considering it's almost a hentai, it was well received by the fans of the genre. Highschool Didi hat nur Zuschauerschaft, weil die Bubas fett sind, oder was? Und Rias rote Haare hat und das voll kawaii ist. Ist es das? Nein, ich geb euch eine bessere Explanation, pass auf. Meine Explanation ist, Highschool DD hat brutalen Fanservice, aber die Leute, die es schauen, können so tun, als wäre die Story geil und es dann kaschieren, dass sie es nur schauen für die Dinger. Versteht ihr? Können sein, nein, nein, Bro, ich schwöre, es hat Plot. Das sind die gleichen Leute, die sagen, Bruder, ich habe damals Wings Club geschaut, aber nur wegen den Jungs. Steins Gate wurde empfohlen von Leuten, die es gesehen haben. Wie wurde Steins Gate beliebt? Leute haben es empfohlen. Alles klar, Bruder. Weiß Bescheid, Digga. Muss los, muss groß. Naruto. Being the sequel of Naruto boosted the popularity despite all the hate. Ja gut, das kann man stehen lassen, glaube ich. Zero Two went viral as the perfect waifu prototype. Ist sie es aber wirklich? Ist Zero Two ein... Okay, Freunde, welcher Charakter ist ein perfekter Waifu-Prototype vom Charakter her? Zero Two? Digga, Alter, da hätte ich ja schon nach ein paar Tagen keinen Bock mehr. Asuna, Valet, okay. Nami, Bro, Nami ist ganz weit entfernt von Prototype, Bro. Chichi? Ah, weiß ich nicht, Alter. Zorro, ja, Zorro sehe ich schon näher, Chat. York, Bro, da bist du im Horny Jail, aber anders unterwegs. Speedwalker, und das ist die richtige Antwort. Release on Netflix with quality visuals got immediately... Das sehe ich ganz anders. Ich finde sogar, der Netflix-Release hat den Anime ein bisschen aufgehalten, weil damals noch nicht so viele Leute Netflix gehabt hatten. Ich glaube, das ging auch damals nicht wöchentlich. Da waren auch viele sofort abgeschreckt. Also würde ich eher als negativ auslegen. Oh, Digga. Bro, das bringt mir Memories zurück. Wie abgefuckt. Jetzt mal ernsthaft. Wie abgefuckt war diese ganze Redo auf Healer-Saga? Das war straight up. Ihr wisst ganz genau, welches Wort Shit. Und Leute meinten, Bro, nein, es ist viel tiefer. Ich glaube, das war in allen Zeiten, wo ich in der Community bin, echt einer der krankesten, weirdesten Phasen. Das war anderes Level, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Das war echt. Bro, Read of Healer Arc war nicht gut für die Community. Marin's Measurements. Marin's Measurements Scene went viral, giving a big boost to the show. Ja, Digga, ich muss aber sagen, da hat echt Animationsteam auch alles rausgeholt, was man rausholen konnte, ne? Da sind die komplett durchgedreht. Frieren, highest rated. Becoming the highest rated anime ever, help reaching out a big... Ich glaube, dass Frieren, der also schnell so hoch bewertet worden ist, es war schon ein Boost für den Anime. Aber ich glaube, was Frieren einfach ganz gut gemacht hat, war, Frieren kam zu einer Zeit von so vielen High-Paced-Serien, gerade auch Isekai-Serien. Viele, viele Animes nutzen das Genre Fantasy, sind in der Fantasy-Welt und so, aber die benutzen das Genre gar nicht richtig. Die sind einfach in der Fantasy-Welt, aber die zeigen gar nicht, die Vorzüge von einer Geschichte in einer Fantasy-Welt. Der Anime spielt einfach in der Fantasy-Welt, weil es sich aktuell im Anime-Markt gut verkauft. Und Fieren war eine Serie, fand ich, die das Fantasy-Genre zum einen sehr gut benutzt hat und die slower Pace diesen ganzen Isekai-Trash entgegenwirken konnte. Also vielen kam einfach zu einem sehr guten Zeitpunkt. Ja, Blue Lock und WM war echt, Digga, das war echt eine crazy Combination. Da den Punkt gebe ich auf jeden Fall. Blue Lock war auch ein sehr erwarteter Anime. Also die Leute haben sich sehr, sehr darauf gefreut, dass der rauskommt. Weil Manga-Reader sehr big waren bei dem Anime. Code Geass. The ending was so good that it made the show a must-watch. Ja, im Nachhinein schon. Ich glaube, was Code Geass im ersten Run so erfolgreich gemacht hat, war auch, dass halt, es gab keine Manga-Spoilers, weil alle waren auf dem gleichen Stand. Und es war ja dramaturgisch sehr gut aufgebaut, dass du alle paar Folgen einen Handlungsstrang hattest, der interessant war. Oder der die Story sehr weit vorangebracht hat. Und Lelouch's Charakter war auch immer sehr, sehr geil. Also Code Geass hat auch storytechnisch sehr früh und immer mal wieder sehr viel gut gemacht. Staffel 1 Cliffhanger war auch heftig, ja. One Piece Consistency. The manga was already popular and the consistency in releasing episodes made it what it is today. Ich weiß nicht, ob man Rona so ein bisschen in diese ganze One Piece Mania mit reinzählen kann, weil durch die Rona-Zeit hatten wir ja alle sehr viel mehr Zeit und da haben auch viele Leute angefangen zu bingen. Also dieses krasse Binge-Watching kam ja auch mit der Rona-Zeit mit einher und ich glaube, viele haben in der Zeit
One Piece gebinged und viele haben sich ans Bingen auch gewöhnt und dann danach auch vielleicht viel gebinged. Und so viele Leute haben halt von One Piece erfahren. Und also, ne, wir kennen, also alle, die One Piece lesen, die wissen es, wenn man One Piece konsumiert, ist einfach geil. Nee, Ace, One Piece war immer schon weit oben. Das zeigt auch einfach YouTube Deutschland, wenn man mal auf Anime-Community schaut mit One Piece-Videos. Aber ich würde schon sagen, in den letzten 3 Jahren ist es schon echt was anderes. Oder sagen wir 4 Jahre. Ich würde sagen, in den letzten 4 Jahren hat One Piece doch mal ein viel, 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 viel größeres Standing als vorher. In Amerika war One Piece gar nicht so big. Also natürlich trotzdem groß, aber wie es die letzten Jahre ist, ist ganz anders. Das war vorher in den USA nicht so. Und das wirkt sich natürlich auch sehr stark auf Content aus. Nee, ist eher Worldbuilding, was so krass ist an One Piece und die Story, die von einem G-Autor geschrieben ist. Nein, Sal, du verstehst mich falsch. Ist mir doch klar, dass One Piece eine geile Story ist, aber ich versuche ja gerade an anderen Dingen herauszufinden, warum auf einmal in den letzten Jahren diese große Explosion kam. Und die kam ja nicht nur, auch die Story, klar, aber durch andere Sachen. Die 5 war halt stark und Anime an sich sind more accepted geworden. Denke, das spielt beides mit rein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, Wano spielt auch mit rein. International war Naruto erfolgreicher als One Piece. Vielleicht hat das Ende von Naruto Shippuden dazu geführt, dass mehr Leute One Piece schauen. Ja, nicht wegen dem Ende, sondern einfach, weil Naruto nicht mehr lief und One Piece läuft. Weil wir als Konsumenten wollen ja immer was verfolgen, was aktuell ist. Speed feiert One Piece übel, der hat auch One Piece gepusht. Bro, also, weiß ich jetzt nicht, ne? Also jetzt zu sagen, dass ein Speed One Piece gepusht hat, ich meine, der ist super big und der ist teilweise auch echt lustig und ich mag ihn ja auch, ne? Ist ja ein cooler Typ und so, aber ich weiß nicht, ob man jetzt sagen sollte, Speed hat One Piece gepusht. Also so groß sehe ich ihn nicht, aber so groß sehe ich auch keinen einzigen Influencer, bin ich ehrlich. Ich sehe keinen einzigen Influencer auf dieser Welt so groß, dass er irgendwie eine Serie so pushen kann mäßig. Konosuba. Extremely likable characters and comedy that created a lot of memes. Ja, Konosuba Meme-Humor. Also Konosuba durch Meme-Humor auf jeden Fall. It basically presents the perfect wet dream for anyone who is into gaming, especially MMOs that were very popular in those years. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alleine war mit dem Mindset, aber ich würde schon sagen, als SAO released worden ist, das war ja irgendwann 2011, glaube ich, war das so eine Phase, wo man als Gamer so nach dem Traum MMORPG gesucht hat. Also man hatte den Traum, ein MMORPG zu spielen, was übertrieben geil ist. Ich würde sagen, heute wird das gar nicht mehr gesucht. Heute wollen ja die wenigsten ein MMO spielen. Also man wollte nicht unbedingt ein MMO spielen. Ich glaube, damals hat jeder MMOs gezockt und wollte einfach dieses ultimative MMO finden. Und SAO kam genau zu dieser Zeit und hat genau das halt gespielt. Und, Digga, da waren einfach alle drin. Das ist echt der Wet Dream gewesen damals. 100%. Manga-Hype. The manga was already very popular and the plot twist on episode 1 shocked people. Ja, also basically die Story war halt gut. Die Story war halt echt gut. Es war was anderes, was Erfrischendes. Ja, das ist eigentlich schon alles. Es war was Erfrischendes, was anderes. Das hat gereicht. Schade, dass nie eine zweite Staffel gekommen ist. Ja, sehr schade, dass von The Promised Neverland nie eine zweite Staffel gekommen ist. Released on Netflix, prequel of the game Cyberpunk and praised by critics. Ja, also basically eine good fucking show. Es war schon beliebt wegen dem 1990 Anime und Manga war erfolgreich. Ja, das ist aber zu einfach. Also ist ja klar, wenn der Manga erfolgreich ist, dass der Anime auch erfolgreich wird. In den meisten Fällen, nicht in allen besorgt, aber in den meisten Fällen. Perfect Starter. Considered a perfect starter anime, it's recommended. Ja, auf jeden Fall. Definitely wurde von jedem empfohlen. Ist a good fucking show, aber das hat es auch nochmal sehr gepusht, dass es einfach von jedem empfohlen worden ist, weil ich glaube, die Brücke zu schlagen von einem normalen Fan auf einen Dings-Fan ist super easy. Oshinoko Opening Song. Episode 1, the opening song went viral and the manga was already popular. Ich glaube auch Setting hat viel ausgemacht, ne? Ich fand Setting auch sehr interessant, weil es was ganz anderes war als wie die Anime, die man kannte. Und man muss auch sagen, Oshinoko hat das Marketing sehr interessant gespielt. Wir haben die erste Folge, dass alles passiert und am Ende der Hauptcharakter den Mörder seiner Mutter finden möchte. Und das ist halt voll interessant, weil alle Leute, die normalerweise so Animes wie Oshinoko nicht schauen, sind sofort gehuckt, weil sie denken, das ist ein Mörder-Mystery. Und es ist ein Mörder-Mystery, aber es geht ja gar nicht so sehr darum, dass er den Mörder findet. Also es gibt ja diese ganzen Struggles durch Social Media oder Star-Sein, es geht ja mehr darum. Und unter anderem ist das Ziel des Hauptcharakters, den Mord aufzuklären, aber die Story und die Elemente und die Messages, die rübergebracht werden, sind ja andere. Es geht ja nicht um die Kniffe wie bei Death Note, wie
DLL-Sachen rausfindet. Es geht ja mehr um andere Dinge, die Aqua lösen muss. Haben die schon alle Fans mitgenommen? So, New Shonen. Came out when Naruto was ending and felt like a good replacement. Ja, 100%. Naruto's Sendegang, My Hero kam, hat sehr viel geile Sachen gemacht am Anfang. Es war gerade, wir waren gerade voll in diesen Marvel Cinematic Universe Hype. Also kam halt zu einer perfekten Zeit, aber hat auch als Serie sehr viel richtig gemacht. Bocchi's Gags during Episode went viral becoming Memes. Und das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, Bocchi the Rock ist da einfach super, Otaku-Humor-mäßig. Anya Face and Gags when viral area becoming meme. Ja, auch Spy Family. Ich glaube, auch Spy Family war einfach als Anime etwas, was wir gebraucht haben, was es so lange nicht mehr gab. So, ne? Das glaube ich auch. Yuno Gasai. Yuno became an icon, iconic Yandere. Ich kann heute nicht lesen irgendwie. Character, cute, crazy girl, bro. Ja, ey, Yandere-Trope ist ganz weird. Ich weiß nicht, wieso Leute das so feiern. Keine Ahnung. Aber das wird sein, ja. The Friendzone of Rem become iconic moment creating memes. Ja, ey. Rem Friendzone war funny AF. Aber ReZero war auch so ein Ding. Ich würde sagen, ReZero war ja einer der ersten Isekais, die wir so bewusst wahrgenommen haben. Weil No Game No Life war ja auch ein Isekai-mäßig. Aber da haben wir den Term gar nicht so mitbekommen, dass es ein Isekai ist. Und ReZero war auch einer der ersten. Und ich glaube auch sehr, sehr viele Isekais sind entstanden. Also erstmal hat Mushoku Tensei's Light Novel das alles gestartet. Aber was Anime angeht, ich glaube, sehr viele sind entstanden, weil ReZero so einen heftigen Hype hatte. Truck-Kun Origin. Oh mein Gott, ist ReZero die Truck-Kun Origin? Ist es einer der ersten Fälle des Truck-Kuns? Ja, die müsste der Episode 19 brauche ich nichts zu sagen, oder? This was Cinema. Und das hat auch Demon Slayer neue Sphären gekickt. Immense Popularität, dank dem 2003 Anime und Early Success of the Manga. Ich weiß nicht, ich würde es bei FMAB einfach nochmal, weil die Konstruktion der Story auch ganz anders ist irgendwie. Es geht auch so, diese 64 Folgen ist auch eine geile Länge. So, das ist so eine Länge, dass du genug Story bekommst, aber nicht zu genervt bist vom Anime und dir länger in Erinnerung bleibt. Man hat einfach sehr, sehr viel richtig gemacht und an sehr vielen Stellen, wo man etwas hätte falsch machen können, nichts falsch gemacht und sogar noch besser die Szenen gemacht. Also, FMAB, top, top Titel. Ja, Mesh hat aber schon bei Season 1 eine Zuschauerschaft gehabt, ne? Das war ja auch dieses One Punch Man Harry Potter Ding, was für viele sehr interessant war. Overflow. Oh Mann, ey. Every day we stay further from God, Alter. Solo Leveling, Adaptation of the most popular Korean manga. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Als High School of the Dead damals rauskam, würde ich schon sagen, waren Zombies im Hype. Zombies waren damals im Hype und der Fanservice, Bro. Also man kann über High School of the Dead sagen, was man will, aber was Fanservice angeht, kann man denen schon den Oscar verleihen. Bro, was die Fanservice-mäßig rausgeholt haben, das ist echt ein Hall of Fame-Move von denen. JJK, Satoru Gojo. Gojo Clips went viral on every social. Ja, also Gojo hat anders übernommen, auf jeden Fall. Es war nicht mal shocking good. Ich weiß, ich bin vielleicht ein Goblin Slayer-Hater. Ich habe 9 Folgen geschaut. Ich habe den Appeal der Serie nicht verstanden. Ich habe den Appeal der Serie auf Ernst nicht verstanden. Keine Ahnung. Ich fand die erste Folge mehr als verstörend. Und glaub mir, ich bin keiner dieser Leute, der sagt, ich gucke nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich gucke auch teilweise Filme und Serien, die so weird sind und so krank sind. Aber wenn die gut sind, sind sie halt gut. Bei Goblin Slayer weiß ich nicht. Aber ich kann auch Hater sein. Ich weiß nicht. Er hat halt wirklich jede Folge Goblins gekillt. Das ist wirklich der Plot gewesen. Jojo Reference, Memes, Digga. Heftiger Boost auf jeden Fall. Worldbuilding and OP Villain MC made it stand out as the not usual Isekai. Ja, Season 3, Ende Season 3 war echt heftiger Moment. Aber Overlord einfach, macht einfach Spaß. The Manga was already pop. Ja, also Manga-Hype bei Chainsman eindeutig, 100%. Easy to like, the blend of comedy and action with an amazing adaptation. Animation. Ja, One Punch Man war auch so ein, One Punch Man kam auch zu einem guten Moment, wo man so viele Battle Shonen gesehen hatte. Und das war so, ja, man kennt es ja alles. One Punch Man hat die Formel komplett umgedreht. Und es war einfach geil zu sehen als Fan. Ja, Chainsman muss ja auch sagen, guter Einwand. Makima hat auch hart gecarried. Makimas Edits haben auch heftig gecarried, Alter. Underrated. Considered extremely underrated. Got fans disgusting and recommendation. Sven dann sage underrated? Es haben echt viele Leute geschaut und jeder, der es geschaut hat, findet es geil. Ich finde nicht, dass Vinland Saga underrated. Bei den Crunchyroll Awards wurde Vinland Saga rasiert. Das sage ich. Das ist true. Aber underrated will ich jetzt nicht sagen. Es haben schon sehr viele Leute gesehen.